Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, es ist mal wieder Football Manager und es ist Zeit, den FC Erzgebirge Aue wieder zu trainieren. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal Aue Content zu bringen. Und ich hoffe, ihr seht es dann auch auf YouTube zahlreich. Ja, es soll länger als eine Saison gehen, denn ich habe hier tatsächlich schon die Datenbank 24-25 drauf. Und ich hoffe einfach, dass es sehr, sehr gut wird. Das Einzige, was jetzt hier noch mit drin ist als Mod, ist, dass die Zweitmannschaften nicht in der dritten Liga spielen dürfen. Das heißt, die drei sollten zumindest absteigen. Hier steht zwar da, dass Hannover 2 nicht aufsteigen kann und Stuttgart 2, aber ich glaube auch, dass die absteigen müssen. Ansonsten, ja, ist alles gleich. Also in der dritten Liga darf keine zweite Mannschaft sein, dann ab der kommenden Saison. Ob das klappt, mal sehen. Und ansonsten sind die Kader so aktuell, wie es halt hoffentlich geht. Ja, und damit sehen wir uns, denke ich mal, gleich beim ersten Pflichtspiel, denn die Testspiele, die werde ich jetzt ein bisschen durchsimulieren. Und dann haben wir die ersten Spiele hier vor uns. Und das ist schon eine Hausnummer, muss ich sagen. Also wir fangen an auswärts in Sandhausen. Das wird das Spiel sein, was wir jetzt auf jeden Fall dann zeigen werden. Gegen Hannover 2 werde ich nicht zeigen. Und dann haben wir noch DFB-Pokal und Sachsen-Pokal. Da werde ich das DFB-Pokalspiel zeigen und das Sachsen-Pokalspiel werde ich auch simulieren. Und das wird so jetzt die erste Folge sein. Und das Transferfenster ist erstmal deaktiviert. Das heißt, wir können jetzt erstmal keine weiteren Spieler holen. Und unsere Testspiele sind gegen Schalke, Brentford und Auerbach, die wir auch noch im Sachsen-Pokal haben. Also, wir sehen uns gleich im ersten Testspiel wieder. So, wir sind bei der Auslosung vom DFB-Pokal. Da wollen wir mal reinschauen. Wir starten rein. Wir werden wahrscheinlich ein Heimspiel, also wir werden ein Heimspiel haben. Also Wiesbaden spielt gegen Stuttgart, Ottensen gegen Gladbach, Balingen gegen Union. Dann haben wir Jena gegen Frankfurt, Bielefeld gegen RB, dann Illertissen gegen Hoffenheim, Koblenz gegen Hamburg, Gütersloh gegen St. Pauli, Essen gegen Mainz, Homburg gegen Lautern, dann Unterhaching gegen Darmstadt, Oberachern gegen Paderborn, Osnabrück gegen Nürnberg, Köln gegen Köln, Viktoria Köln gegen 1. FC Köln, Delmenhorst gegen Magdeburg, Preußen Münster gegen Leverkusen, dann haben wir Bersenbrück gegen Düsseldorf, Schott Mainz gegen Hannover 96, Astoria Waldorf gegen Wolfsburg, dann haben wir Sandhausen gegen Fürth, Lok Leipzig gegen Hertha BSC, Energie Cottbus spielt gegen Werder Bremen, VfB Lübeck gegen Borussia Dortmund, dann Saarbrücken gegen Augsburg, Aue gegen Schalke, gegen die haben wir gerade ein Testspiel gehabt. Dann können wir jetzt den Rest ziehen. Da haben wir noch Oberneuland gegen Elversberg, Frankfurt gegen Bochum, Rostock gegen Freiburg, Hansa Rostock gegen Bayern, Regensburg gegen Kiel, Maccabi Berlin gegen Heidenheim und Braunschweig gegen Karlsruhe. Gegen die haben wir nämlich gerade ein Testspiel gehabt und da haben wir 2-1 gewonnen. Das Spiel, also es war ganz gut, muss ich sagen. Also 2,05 Taktik, die ich eingegeben habe, funktioniert ganz gut. Ich werde dann mit der Zeit noch eine zweite Taktik machen, aber erstmal möchte ich die erste natürlich vollends trainiert haben. Und damit, ja, werden wir dann das Sandhausen und das Schalke-Spiel dann zeigen. So, da gehen wir rein ins erste Pflichtspiel. Wir haben, oh, Rosenlöcher ist leider verletzt, aber genauso ist auch Kilian Jakob verletzt. Deswegen ist es relativ schwierig, einen Linksverteidiger reinzusetzen. Ich könnte auch einen Kansa auf links setzen und dafür Tim Hoffmann spielen lassen. Das wäre vielleicht sogar die sinnvollste Variante. Und auf rechts spielt für mich Fallmann. Mal schauen, ob das was wird. Ja, es haben sich in der Vorbereitung einige verletzt. Majetschak verletzt, Jakob hat sich verletzt, Rosenlöcher hat sich verletzt und auch Lord hat sich verletzt. Liegt aber auch daran, dass ich es relativ physisch gemacht habe. Also, dass man sich die Fitness mal noch ein bisschen aufbaut. Und ich hoffe, die ist jetzt auch da. Die Taktik vertraut da ist natürlich noch nicht hoch. Aber das war ja jetzt auch nur 2 Wochen Vorbereitung, muss ich sagen. Und jetzt geht's in Richtung Spiel. Let's go. Wir spielen auswärts. Das ist jetzt erstmal
Gucken wir erstmal, wie es läuft. Also, die haben David Otto einfach. Das ist schon krass. Das ist eine krasse Mannschaft. Chikora spielt bei den Linksverteidiger. Der ist ja von uns dorthin gewechselt. Und wir hatten jetzt zum Beispiel noch Bornscheins Jaric Tasci noch für die Offensive. Das erste Spiel ist schon durch. Rostock hat gewonnen in Dresden 2-1 zum Auftakt. Aber wie gesagt, es gibt, glaube ich, nur einen normalen Absteiger in diesem Jahr, weil wir ja drei Zweitmannschaften haben, die ja wahrscheinlich absteigen müssen. So, es geht rein ins Spiel. Was ist jetzt los? Okay, keine Verwarnung, sehr gut. Ein Kansa mit dem Einwurf, der kam nicht gut. Aber Pepic hat ihn hier. Kann schießen und trifft. Erstes Tor für uns. Vierte Minute. Schöner Start in diese Drittligasaison nach dem Einwurf von Kansa. Der Ball wird schlecht verteidigt. Lun wird im Kopfballduell gewonnen. Pepic kann sich da auch befreien von Schuster und trifft ins Tor der Sandhäuser. Sehr gut. Direkt mal in Führung gegangen. Da kann man auch mal loben. Ja, meine Taktik ist eigentlich mit den Flügelverteidigern offensiv zu gehen. Dafür haben wir Lune, der ein bisschen defensiver steht. Und dann haben wir noch zwei weitere Mittelfeldspieler, die das Zentrum gut verdichten. Also, das ist so meine Taktik. Ich würde später gerne mal nochmal ein 4-2-2-2 ausprobieren und eben auf das klassische 4-2-3-1 noch kommen. Das sind so die drei Taktiken, die ich im Laufe der Zeit für dieses Team mir ausgedacht habe. Aber wie gesagt, das wird jetzt noch dauern, bis da eine zweite Taktik reinkommt. Ich will erstmal diese Taktik hier durchziehen. So, die Führung. Mit dieser Führung brauchen wir mal ein bisschen Ballbesitz, muss ich sagen. Aber das haben wir nicht. Wir haben echt mit einem Schuss einen Treffer. Denn seitdem ist nur Sandhausen im Angriff. Schön rausgeköpft, jawohl. Aber einen richtigen Konter können wir hier gerade nicht fahren. Ehrlich ist da. Und dann schön abgeblockt, fein. Wie gesagt, eigentlich will ich hier ein bisschen auf Ballbesitz spielen, aber Sandhausen ist auch eine starke Mannschaft, weshalb das hier recht schwierig wird, viel Ballbesitz zu haben, auch auswärts. Aber es sieht ganz gut aus mit 48%. Für ein Auswärtsspiel ist das top. Und das war jetzt nochmal ein Fernschuss, das ist in Ordnung. Lune kann rüber auf den Kansa und der schießt nochmal, holt da nochmal eine Ecke raus. Auch gut. Nee? Für mich war das eine Ecke, aber ist in Ordnung. Und wir führen jetzt hier mit 1-0. Aber sie müssen weitermachen auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wer Auswechselkandidaten sind. Natürlich Bär, Seitz, aber auch ein Can Özcan, der ja jetzt gerade noch nicht verletzt ist. Gut, ein bisschen ran zoomen jetzt hier. Ja, gut, dass Vukancic auch nicht verletzt ist. Also weitere Verletzte können wir uns gerade auch nicht leisten. Özcan! Und der trifft zum 2-0! Kurz nach der Halbzeit. Sehr, sehr gut. Ja, das freut mich. Özcan war einer, der eventuell ausgewechselt werden können. Aber da freut sich Davel Poczev. Der Trainings, der Head Coach von Aue, sehr schön. Stolze jetzt nochmal, aber Mennel guckt den übers Tor. Super. Gut. Spitze. Schauen wir uns das mal an. Ja, für Seitz läuft es nicht so. Ich denke, Masiaric wäre ein Kandidat. Und Bär lassen wir mal noch ein bisschen. Mal gucken. So, Wechsel bestätigen. Seitz hat es jetzt nicht so gut gemacht laut Bewertung. Aber wir führen 2-0. Also so viel schlecht kann hier nicht passiert sein. So, Stolze jetzt mal über die rechte Seite. Jetzt kommt mal ein Konter von der SVS und Otto. Aber das war abseits. Sehr schön. Wieder Ballbesitz für uns. Geht direkt mal schön von Stefaniak. Jetzt hat er viel Platz. Könnte reinflanken, macht er auch. Özcan nochmal. Dreht sich und Tor. Bär.
3-0. Was geht hier ab? Was für ein Start in die Saison. Richtig schön. Stefaniak mit der Hereingabe auf Özcan. Oder Özcan. Und Bär hält einfach den Kopf rein und macht hier das 3-0. Sehr schön. Dann können wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen durchwechseln. Und zwar, ja, Lune ist ein bisschen ängstlich. Wir haben einen Kansa, der links halt, ja, der muss durchziehen leider. Fallmann, da können wir mal Barilla reinbringen. Oder Schädlich, dass der sich entwickelt. Ali Lune ist ein bisschen ängstlich. Wir können Fabig reinbringen. Und ansonsten, Özcan hat jetzt niemanden, wo... Gut, geht's weiter hier. Ja, ich denke erstmal, die Wechsel werden es erstmal bringen. Weiter geht's. Und wieder Einwurf für uns. Jetzt ist mal Schädlich drin, sehr schön. Wir haben noch genügend Zeit. Stefaniak, Hoffmann, Vukancic. Ach, wir dominieren dieses Spiel hier und das besonders in der zweiten Halbzeit. Das gefällt mir. Aber das war kein guter Pass. Jetzt geht der Ball mal raus. Jetzt sind wir weit offen. Waldmann und Mennel hier stark. Richtig gut. Ich denke mal, wir müssen unsere Defensivlinie etwas nach hinten bringen, damit man nicht mehr so viel Offensivpower reinpressen. So, und jetzt könnte man einen Konter laufen. Nein. Auch in Ordnung. So, wie könnten wir jetzt noch wechseln? Wir haben noch zwei Wechsel übrig. Kallenbach. Siaric kann nicht so gut links. Taschi oder Bornschein. Ich würde mal Bornschein bringen und ansonsten. Ja, war es das eigentlich für heute? Muss jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier noch einen Verletzten reinbringe. Deswegen, ja, super. Und Mennel hier nochmal drüber, oder? Nee, gibt Abstoß. Okay. Können wir nochmal loben, unser Team, hier kurz vor Ende der Partie. Und dann lass uns hier Zeitspiel reinbringen. Und versuchen, dieses Spiel hier zu closen. Siaric, Bornschein kriegt da leider den Ball nicht, aber ist okay. Schön von Fabisch. Ah, das war gut. Warum hat Fabisch hier eigentlich keinen... Was ist mit seinen Haaren? Hier hat er die nicht. Schade. Diesen tollen Lockenkopf. Ah, Stefania kann sich gut durchsetzen. Super gemacht. Und da kommt Siaric und köpft ihn an die Latte. Das ist ein super Auftakt in die Saison, muss ich ehrlich zugeben. Vukancic. Da haben wir Hoffmann, Fabisch, Schädlich. Auch die müssen aufgebaut werden, weil wir haben englische Wochen garantiert. Und da müssen die dann hier eben auch funktionieren. Schädlich. Also auch die, die sonst immer auf der Bank sind. Und da ist Bornschein. Und der trifft hier nur den Pfosten, soweit ich das gesehen habe. Aber gut gemacht von Ricky Bornschein. Vukancic. Mit der Ecke, was macht der denn da? Der macht eine Ecke? Köln führt 3-0 in Dortmund, Ingolstadt 5-1 in Unterhaching. Ah, das ist krass. Ja, auch die Bälle fangen wir hier gut ab. Es ist gleich Ende der Partie. Und dann haben wir unser erstes Spiel der Saison direkt mal gewonnen. Das ist wichtig. Und Otto trifft den Pfosten. Das war gefährlich. Das war richtig gefährlich. Aber in so einem Spiel, dann geht er halt mal nicht rein. Da haben wir auch mal Glück. Kansa weit einfach. Und dann sollte es jetzt hier Abpfiff sein.
3-0 Sieg in Sandhausen. Das ist ein Statement meiner Meinung nach, aber wir müssen gucken, wie wir die Saison spielen. Also 3-0 Sieg, auch Viktoria Köln gewinnt 3-0. Ingolstadt gewinnt zum Beispiel 5-1, Wiesbaden 2-1 und Cottbus gewinnt 2-1 in München. Damit ist das erstmal vorläufig die Tabelle und wir sehen uns dann gleich zum Spiel gegen den FC Schalke 04 wieder. Genau. So, bis gleich zum Spiel gegen Schalke. So, liebe Freunde, da sind wir vorm DFB-Pokalspiel gegen Schalke 04 und wie ihr sehen könnt, wir haben auch das zweite Spiel in der Liga gewonnen. So sieht die Tabelle nach Spieltag 2 aus und wir sehen auch, dass nur Dortmund tatsächlich zwangsabsteigt. Hannover und Stuttgart 2, die sind nicht zwangsabzusteigen, warum auch immer, keine Ahnung. Aber naja, so ist halt jetzt gerade die Einstellung hier. Ja, wir sind auch nur auf Platz 11 geschätzt. Wir sollen in die obere Tabellenhälfte kommen. Ich denke, das ist dieses Jahr möglich. Aachen hat 2 verloren zum Auftakt und auch Unterhaching. Das sind die letzten 4. Ansonsten, ja, Dynamo Dresden zum Beispiel unentschieden bei Viktoria Köln gespielt. Und wir schauen uns mal kurz das 3-0 an gegen Hannover 2. Also so sehen die Statistiken aus. Wir haben 3,05 X-Goals. Ja, tatsächlich, Tashi hat einmal getroffen und einen Elfmeter verschossen. Also Tashi, ein Kansa und Bornschein machen hier Tore. Ein Kansa nach einem Freistoß, Tashi nach einer Flanke und Bornschein ebenfalls nach einer Flanke. Wir gehen rein ins Spiel gegen Schalke und wie gesagt, wir haben schon im Testspiel gegen die gespielt, 2-1 gewonnen, aber auch mit ja, ein bisschen anderer Mannschaft. Und da wollen wir jetzt mal glänzen gegen Schalke. Mal sehen, ob wir weiterkommen. Das wäre finanziell extremst wichtig. Wir schauen auch erstmal in die Mannschaft rein. Ja, Fabisch spielen zu lassen. Majeca kommt bald wieder zurück, zum Glück. Fallmann. Also ich würde gern Hoffmann spielen lassen für einen Kansa. Ali Lune soll eigentlich für Fabisch spielen. Kaps raus. Luis Lord anstatt Ulich. Und ansonsten haben wir Burkhardt. Kallenbach muss auf jeden Fall Kader verfügbar. Verfügbar für die U19 sein. Genauso wie Schädlich. Weil, wie gesagt, müssen wir erstmal gucken. Emmerich ist hier auf der Bank. Der geht erstmal raus. Und dafür kommt jetzt Burkhardt rein. Wir haben Bornschein als Stürmer dabei. Wir haben Tashi hier dabei. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe Burkhardt wieder rausgenommen. Sjaric für die Offensive hatten wir hier. Mal austauschen. Kansa hätten wir. Wir haben viele. Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen defensiven Mittelfeldspieler. Wenn es hier richtig schlecht wird mit den Verletzungen, haben wir ein Problem, wenn wir ein Dreier-Mittelfeld spielen wollen. Ja, ansonsten gucken wir uns das mal hier an. Silla ist ein richtig guter. Ich weiß gar nicht. Schießt platziert tatsächlich. Hat nur einen rechten Fuß. Den könnte man mal auf dem schwachen Fuß trimmen. Ansonsten schwacher Fuß und immer pressen. Ich weiß gar nicht, ob Ron Thormhoffmann, der hat auch nur rechts. Ja, mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten spielen wir eigentlich wie immer, weil wir sollten auch wie immer spielen. Wenn wir uns hier hinten reinstellen, dann bringt das gar nichts. Also geht's jetzt rein ins erste Pokalspiel dieser Saison. Genießt euer Spiel. Ja, Lune ist natürlich nervös. Zusätzlich, dass ihr heute von ihrer besseren Seite zeigt. Wir sind gut drauf, würde ich sagen. Und wenn jeder seinen Job erledigt, haben wir hier auf jeden Fall auch eine Chance gegen Schalke 04. Ich weiß gar nicht, wie die in die Liga gestartet sind. Ich glaube, die Liga hat noch gar nicht gestartet. Deswegen gucken wir erstmal, wie es jetzt hier abläuft. Ich kann auch gleich noch mal kurz gucken, ob die Liga nicht schon gestartet ist. Özcan, Stefania kriegt den Ball da leider nicht mehr. Schade. Nach dem Anstoß. Wir gucken mal kurz rein bei Schalke. Wie geht das? Kann ich gerade? Muss ich mal kurz hier auf einen Namen gehen? Dann gehe ich mal hier auf Schalke
Und dann haben die schon zwei Spiele gespielt, ein Sieg gegen Karlsruhe und ein Unentschieden. Okay, das heißt, das ist gar nicht mal so verkehrt gegen die. Die sind nämlich gut drauf in der zweiten Liga, also noch nicht verloren. Und wir, ja, gucken mal, wie wir hier heute spielen. Die spielen dasselbe System wie wir mit drei Mittelfeldspielern in so einem Dreieck. Schlecht sind die nicht. Wir können dieses Testspiel auch nicht vergleichen mit dem Spiel jetzt. Und Hoffmann klärt hier zu Stefaniak. Der läuft über die Seite. Özcan, Seitz. Und dann kriegen wir die erste Ecke, die Stefaniak treten wird. Also, Stefaniak mit der Ecke, eine weite Ecke. Pepic nochmal von der Distanz und Hoffmann muss hier klären. Nochmal zu einer Ecke. Also war ein guter Schuss von Mirnes Pepic. Wir sind hier klar unterbesetzt, aber ist ja normal. Und dann gibt es Einwurf für uns, aber das war's schon mal. Ja, sieht relativ ausgeglichen aus, was mir gefällt. Außer, dass Schalke ein bisschen mehr Ballbesitz hat. Für ein Auswärtsspiel, okay. Aber sie sind auch eine Liga über uns. Sanchez. Kalas. Seguin. Aydin. Mehmet Aydin. Flankt rein auf Karaman und der macht das 1-0. Unser erstes Gegentor in dieser Saison. Pflichtspiel-Gegentor. Und das durch Kenan Karaman in der 18. Minute. Das war zu einfach über die Seite. Lune ist gar nicht gut drauf, muss ich sagen. Ich glaube, der ist ein Kandidat, rauszugehen zur Halbzeit. Der ist ängstlich und das ist für einen defensiven Mittelfeldspieler nicht gerade gut. Kenan Karaman nochmal. Ja, den konnte man gerade bis jetzt nicht stellen. Beim Tor. Und jetzt hat Schalke auch hier die Überhand in diesem Spiel und Silla übers Tor. Wie könnten wir hier wieder zurückkommen? Ich denke mal, Lune rausnehmen zur Halbzeit ist ein No-Brainer. Mal ermutigen hier. Aber der ist auch physisch gerade schon am Limit. Ja, Lune wird rausgehen. Für ihn kommt Fabisch. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Oh, sogar ein Doppelwechsel oder so. Vielleicht sogar ein Dreifachwechsel bei Schalke. Die denken, die sind hier wohl schon weiter, oder was? Kadre. Und Sanchez, der schon gelb hat. Aber wir stellen uns ganz schön hinten rein. Und Mennel mit dem Fuß zur Ecke. Hamatsche. Und Hadjar. Also was haben denn die dort für Spieler? Jetzt müssen wir mal eine Runde verteidigen. Doncor. Boah, Matsche ist schon weg vom Ball. Sehr gut. Aber Özcan verliert dort den Ball und das ist nicht gut, da den Ball zu verlieren. Jetzt gibt es eine Ecke für Schalke. Seitz köpft ihn raus. Der ist eigentlich relativ klein, aber hey, der kommt da ran. Ah, haben wir gut verteidigt jetzt hier am Ende. Hui, und Mennel guckt den tatsächlich wieder ins Aus. Tatsächlich, die haben schon viermal gewechselt jetzt. Das ist krass. Wir werden Bär rausnehmen und Tasci reinbringen, der jetzt gerade getroffen hat. Jakob raus. Rosenlöcher rein und mal gucken, ob wir das Spiel drehen können. Irgendwie. Wir müssten auch eventuell Seitz rausnehmen gleich. Der hat auch nur eine 6,2. Das ist nicht so gut. Silla mit viel Platz. Aber da müsste man einen Doppelwechsel machen.
Ich wüsste nur nicht, wen noch. Hoffmann vielleicht. Für einen Kansa. Oder Fallmann für Barilla. Ich denke mal, Außenpositionen sind wichtig. Aber warten wir mal noch kurz, bevor wir hier dann all in gehen. Schalke ist aber dem 2-0 viel näher als wir. Wir schießen einfach nicht. Und Silla ist jetzt vorm Tor und Mennel hält ihn. Also wir müssen jetzt was ändern. Ja, Barella raus für Fallmann und Sijaric rein. Und dann gehen wir in, ja, in der 75. gehen wir dann mal offensiver. Die haben Abstoß dort. Vielleicht ja irgendein Fehler, das wäre genial. Ah, schön von Rosenlöcher. Haben wir vielleicht jetzt mal eine Offensivaktion in einem Highlight? Das wäre perfekt. Stefaniak, Özkan. Schön auf Tashi und der trifft nicht. Schade. Aber so kann es laufen. Ja, hohe Flanken auf Tashi ist gar nicht mal so dumm. Aber jetzt müssen wir, dürfen wir nicht mehr geduldig spielen. Wir müssen jetzt offensiv spielen auf jeden Fall. Und wir schieben jetzt einfach nach oben. Es ist, mehr aufrücken. Mal gucken, ob wir abseits stellen können. Weiter geht's. Aber wenn Schalke den Ball hat, bekommen wir leider nicht die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Ist klar. Silla kommt. Oh, und verschießt gegen Mennel. Boah, das war knapp. Mal sehr offensiv stellen. Vielleicht schaffen wir es ja, aber es sieht nicht so aus. Wir haben jetzt kein Highlight mehr. 92., 93. und letzte Chance. Farbig. Flank ihn rein. Irgendwie. Özkan, warum? Warum spielst du nach hinten? Warum spielst du nach hinten? Ah, naja, stolz auf den Einsatz bin ich auf jeden Fall. Sind wir leider raus aus dem DFB-Pokal. Wir haben heute auf jeden Fall nicht alles gezeigt. Boah, die Chance war richtig. Puh, ja, wir hatten nicht das Glück auf unserer Seite. Das war auf jeden Fall bei dem Schuss so. Hertha gewinnt gegen Lok. Saarbrücken gewinnt gegen Augsburg, Braunschweig gewinnt gegen Karlsruhe, Bremen gewinnt gegen Cottbus, Bayern gegen Rostock, Elversberg gegen Oberneuland, Bochum gegen Frankfurt, Regensburg gewinnt gegen Kiel und Dortmund gegen Lübeck. Heidenheim gewinnt ebenfalls gegen Maccabi. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir folgende Spiele. Wir werden das Auerbach-Spiel spielen und das Ingolstadt-Spiel werde ich zeigen in der nächsten Folge. Gut, und damit bis zum nächsten Mal und ciao.